Hi, na? High five. Gelbes Blümchen. Oh, 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 rosa Blümchen. Rosa Blümchen. Episode 10. Pimp My Crib. Ja Leute, moin moin und herzlich willkommen zu Episode 10 der Mindstream Boys. Wir sind ein bisschen bescheuert. Wie ihr seht, tragen wir jetzt auch die Helme, die wir benötigen. Und ja, geht's euch gut da? Super! Ah, ich kotze gleich. Alter, ich hätte das Steak nicht mitnehmen sollen, ey. Ich helfe euch mal. Moin. Danke. Alter. Er kotzt erstmal übers Geländer. Du hast das Fleisch ja noch gar nicht verdaut. Nee, nicht ganz, ey. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und hier habt ihr schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch demnächst erwartet. Nämlich, Highspeed-Achterbahn, Junge. Highspeed-Achterbahn. Und um jetzt erstmal ins Spiel zu kommen, werden wir euch zeigen, was wir in der Zeit offscreen gebaut haben. Erstmal seht ihr da hinten nichts und das ist gut so, denn da war ein Dreckturm und der ist jetzt weg. Eine Dreckinsel. Nee, hier war ein Dreckturm. Irgendwo waren die Insel. Da kommen wir gleich zu. Nö. Dann können wir jetzt hier über die Blätter quasi, können wir hier durch unseren Parkstratzen und kommen hier, ist das hier? Hallo? Ja. Hier unten, genau, hier war die Stelle, wo man hochspringen konnte. Hüpf. Und schon seht ihr, die Kühe und Schafe hatten sehr viel Spaß in der Zwischenzeit. Hier sterben Leute. Unser Feld ist ein bisschen gewachsen. Wir haben Zuckerkranich, wir haben Millionen Kühe und Schafe und Schweine sind auch dabei. Die haben sich aber noch nicht vermehrt. Was wir außerdem noch geändert haben, ist... Moment. Hört! Alter, perfekter Sprung ins Wasser. Das geht auf jeden Fall nicht. Ja, nicht so perfekter Sprung ins Wasser. Nee, ich wollte nicht ins Wasser. Was hier aussieht. Alter, wie böse gucken denn die Schweine. Ja, wir haben unser Texture-Pack, haben wir mal mit Fifis Hilfe so ein bisschen angepasst. Die Kühe! Die Kühe sind total retard aus und die Schafe sind voll genervt. Die sind bestimmt genervt, weil sie mit den Retard-Kühen zusammenhängen. Die Schweine auch. Naja, aber alles in allem eigentlich ziemlich geil. Das Schaf ist hier irgendwie falsch, ey. Welches denn? Wir sind das hier hoch. So ein bisschen draußen irgendwie. Oh. Achso, ja, das passiert hier gelegentlich mal. Es ist ein bisschen nervig. Den kann man aber einfach ins Wasser springen. Den Türknauf aufgekaut, Alter. Du brauchst es nicht punchen. Du kannst einfach hier gegenschwimmen. Und dann... Also du kannst einfach hier gegenschwimmen und dann kann Steven es töten. Zaun? Jetzt haben wir keinen Zaun mit? Doch, da oben. Ich mach den Türsteher. Nein. Weg. Weg. Gut. So. Jetzt aber schnell weiter. Wir haben ein großes Tor. Die sind mir voll laut, die Jungs hier. Ja, voll. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören. Falls nicht, hallo und herzlich willkommen zu Episode 10. Achso, nee. ja, das hier ist jetzt unser krasser, mega Zauberwald. Hier ist noch so ein kleines Tor, das will ich immer noch mal mit so einer Druckplatte oder mit irgendwas, ist ja auch vollkommen wurscht. Hier ist auf jeden Fall alles dicht, hier können keine Creeper reinfallen. Ja, das ist einfach unser Weg, unser gechillter Weg zum Feld vom Haus. Ja, was ist hier sonst noch passiert? Da hinten war eine Insel, da kommen wir gleich noch mal zu, da gibt's noch mal ein kleines Video zu. Die Insel dort, die ist ja sowieso schon weg, die habt ihr schon vor zwei Folgen oder was gesehen. Aber unsere Kumpels, unsere Grubenarbeiter, haben auch viel gemacht. Und da wird jetzt Tourguide Steven und Fifi übernehmen. Und uns doch, mal so wenn ich doch mal anfangen darf, kommen sie hier die gemeine Treppe runter, die kennen wir ja noch. Ja. Dann haben wir hier ein bisschen was ausgebaut. Und zwar hier links unser Bücherregal und Zaubertisch und alles. Ja. Ein bisschen, Porky bisschen ausgebaut hier mit schönen Steinchen. Der genervte Porky. Guck mal kurz in die Kamera. Ich habe hier noch ein paar Dinge hingebaut. Guck in die. Das ist scheu. Er will. Hi. was? Ja? 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 Gegenüber haben wir gegenüber. Dann mal angefangen hier, weil wir den ganzen Scheiß da unten ja irgendwie rausholen müssen. Ein paar Kisten. Noch ein Amboss. Ja. Hier ein paar Funatschen. Ja. Müllschlucker. Also Müllschlucker haben wir auch, natürlich, mit Klappdeckel zum Spielen für Fifi. Ja. Wenn einen Euro reinschmeißt, kann das auch als Suicide-Kammer nehmen. Richtig. Ja, das möchte ich nicht.
Ja, und dann haben wir unten halt, wie wir schon gesagt haben, dieses professionelle Brunchen, ja. Brunchen. Fifi und ich sind mit vollkommen ausgerastet. Brunchen zum Essen verwechseln. Achso. Richtig. So, hier natürlich eine Tür für Anti-Creeper und so. Anti-Creeper. Dann habe ich hier alles mal ein bisschen glatter gemacht mit Fackeln und so. Ich warte mal, wo ging es jetzt nochmal? Achso, Fifi ja, hat hier oben, hat die erste Etage hier nochmal angefangen, hier überall die Gänge durch und so. Halt auf der Suche nach Materialien, weil wir ja für deine Schienen, für unsere Schienen, sehr viel Metall brauchen. Ja. Dann können wir weiter runter. Ich komme weiter runter. Jo. Ach ja, hier, man ditcht sich auch nicht mehr den Schädel ein. Das ist sehr angenehm. So, und dann hier die gemeine Redstone-Spur. Die Redstone-Spur, und nochmal eine Tür. Jo. So, anti-Mob-mäßig. Auch nochmal hier. Und hier so sind kleine... wir aber ein bisschen ausgerastet, ey. Ja, ach, du nochmal Scheiße. So eine kleine. Seid ihr denn wahnsinnig? Ja, wir brauchen doch Metall. Ja. Ne? Rechtfertige also, so das. Tausende Gänge hier, ne? Einmal in die Richtung. Wir können Richtung ja mal den Hauptstollen hier noch weiter reinrennen, ne? Und Fifi hat dann genau hier, also Fifi hat in die Richtung, wo du gerade wegkommst, und ich hab dann in die Richtung hier. Ja. Weil ich ja dusselig bin und mich immer verlaufe, habe ich mit dem Redstone angedeutet, in welche Richtung der Ausgang ist. Exit this way. Ja, so. Großartig. Ja. Ausgang, mega viel, so Kilometer weit. Und ja, ordentlich was gefunden, ne? Also die ganze Kisten oben mal durchrennen hier. Proppe voll. Rein. Willst du mal durch einen durchrennen? Ja, wir rennen mal. Ja, und rennen und rennen und. Nö, und rennen. So. Ja. Jetzt in diese Richtung hier. Wir genau, das können wir Ewigkeiten weitermachen. Ja. Einfach mal ein bisschen vollkommen ausgerastet. Ja, ich sehe das wohl. Ja. Schön. Habt ihr gut gemacht. Ja. Jo. Und. So. Ach, und was? Nö. Da vorne ist eine Kiste. Das ist, ungefähr das, was jetzt hier offscreen passiert ist. Jede Menge Farm und ein bisschen Landschaftsgestaltung. Ja. Pimp my crib, ne? Pimp my crib an sich. Genau. Ja, das sieht ja schon mal auf jeden Fall nach was aus. Wir sind sehr professionell, wie ihr das hier sehen könnt. Auch unter Tage sind wir sehr professionell, obwohl man es nicht unbedingt sieht. Hallo? Guck mal in die Kisten, Junge, dann zeige ich dir, wie professionell wir sind. Ja, das stimmt natürlich. Hier ist wieder Porky am Start, streckt uns seinen Arsch entgegen. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, wir haben viel getan. Das war aber zum größten Teil sehr langweilig. Wir können nochmal hier gleich eine Runde schlafen gehen. Es war zum größten Teil sehr langweilig, darum haben wir das natürlich offscreen gemacht. Und was wir gleich noch machen ist, ihr werdet jetzt gleich sehen, wie wir eine Insel, die dort hinten stand, weggesprengt haben. Aber erstmal legen wir uns in der Haie und dann könnt ihr das Video sehen. Viel Spaß! Gute Nacht! Gute Nacht! Richtle. Schlaf schön. T-Fab. Ja, die geht schon irgendwie hoch. Müssen ja nicht unbedingt nebeneinander stehen, oder? Na, so ein bisschen in der Nähe nur. Also nicht Block an Block. Oh nein, der verbrennt mir. Soll ich mal klopfen mit dem Feuerzeug? Ja, du musst schnell weg da, ne? Du wirst so sterben. Ich hab's nicht gesehen. War gut? Ja. Die hier vorne sind gar nicht. Da musst du nochmal nachsetzen. Meinst du? Ja, hau mal drauf da. Einmal mit dem Feuerzeug streicheln. Ja, sicher. Ja, ich brauche auch ein Bild. Schmeiß mal noch was. Wie, hast du nichts mehr? Nee, es waren jetzt 40 Stück, fast 40 Stück. Die ist ja gut auf deinem Safety-Turm, wa? Hier ist alles gut, ey. Aus Sand und Dreck. Hier ist alles cool. Ja, hier, hauen rein, du. Nochmal 40. Du bist aber sparsam, bist du aber, ne? Ja, man sollst ja auch nichts kaputt machen hier. Nur die Insel weg. Den ersten Part haben wir ja schon ganz gut beseitigt, aber mit TNT sieht das noch ein bisschen lustiger aus. Ein bisschen schöner ist das noch. Ja, macht auch Spaß, auch wenn ich es nicht sehen kann. Ja? Irgendwann wirst du es sehen. In der Aufnahme.
Vielleicht so ein paar kannst du ja ein bisschen, wenn du so ein zwei tiefes Loch buddelst, dass du da auch ein bisschen was reinsteckst. Nur hier auch mal was sehen hier. Und richtig schön. Er bringt sich schon mal in Sicherheit. Feuerzeug. Action. Uh-oh. Ja. Oh, es Ketten explodiert. Schade. Ich betrachte mir das mal aus der Nähe. Ja, das war schon kontrolliert. Irgendwer. Ach so, hier sind die EP von dem Zombie, den ich gesperrt habe. Apropos Rita hat Wasser. Ja. Alter, wie viel Stuff hier rumliegt. Ich würde ja alles mitnehmen, ne? Aber ich habe so viel Assa-Stuff. Assa-Stuff. Oh, was habe ich denn hier alles für ein Scheiß, ey? Graffel, komm, hau ab. Ich sammle das jetzt hier alles. Oh, was? Alter! Sag doch was, Mensch! Ja, mir ist fast so ein blinkender TNT-Block an den Kopf geflogen, ey. Ja, hättest du verdient. Da hinten. Lonely Boy. Lonely TNT. Komm, dann bleib mal bei stehen. Siehste? So macht man das. Da hinten ist der Tempel immer noch. Oh. Ja, da würde ich hier echt mal reingehen, ne? Ja. Nicht nur du nicht. Nicht nur du nicht. So, jetzt müssen wir das Ding hier irgendwie mal kontrolliert fluten. Noch mehr TNT gibt's nicht. Warum nicht? Nein. Irgendwann ist auch mal Schluss. Aber ich mag doch das TNT. Ja, ich ja auch. Aber trotzdem. Eigentlich hatte ich ja noch keinen zum Sprengen, ne? Ja, gönn dir. So ein bisschen, oder? Voll. Aber nur 40. Oder 80. Ich bräuchte gleich mal dein Feuerzeug. Klar. Tob dich aus. Hoppala. Danke. Warte mal, dann gehe ich jetzt mal hier auf den Safety-Turm. Ja, mach mal lieber. Oh, Eisen. Sieht jetzt schön random aus hier, oder? Ja, doch schon. Du, pass auf, wir müssen erstmal diesen Part hier, der muss erstmal weg, muss der. Der ist ja schon weit. Oh, diese ganze Geschichte hier. Die Mut absaufen, Mutti. So, und dann geht das hier lang. Dann ist hier der Konnektor. Und dann geht das hier rüber. Zu ihm hier. Und jetzt geht das los. Bist du soweit? Warte. Nee. Ich gucke. Ja. Wo fange ich denn an? Bei ihm hier. Oh oh. Oh nein, ich bin stecken geblieben. Scheiße. Geht leider nicht richtig. Achso, dann hast du deine Sichtweite nicht so gut eingestellt. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Da kommt noch einer. Ja, sieht gut aus. Ja, hier sieht's ein bisschen, ja, ein bisschen
bisschen viel auch. Gut. Ja, den Rest den machen wir so, oder was? Oder wollen wir den hier noch? Macht aber auch ein bisschen Spaß. Vielleicht also, muss ich hier nochmal gerade. Wie viel Chunks hast du? Muss nur gucken, wie ich hier wegkomme. Geht los. Reicht schon. Wie fliegt, Alter. Geil. Ja. Ist aber irgendwie nicht so effektiv, wie ich mir das erhofft habe. Ja, das Wasser ist halt kacke. Ja. Ja, können wir jetzt mit dem Eimer überall aufschütten gehen. So, und hier ein Eimerchen. Und hier ein Eimerchen.